Also mir wurde gesagt, kippt alles rein, was ihr am liebsten mögt. Und Zauberwort? Das Zauberwort war Olé. Du meinst, jetzt kommt Wind, ja? Gerade gab es Kartoffelgratin, also super. Zwischen 14 und 20 Knoten Wind. Dann geschafft, die Windfahnensteuerung noch einzurichten. Das Wasser wird knapp. Wir müssen rationieren. Bambusröckchen, tanzende dunkle Schönheiten, aber ich glaube, da sind wir hier falsch. Du säufst dich jetzt hier am Steuer, oder wie? Genau, schwarz, weiß, drei Gin. Also weil wir ja bisher mit dem Wind noch nicht so viel Glück hatten, habe ich mal so eine Umfrage gestartet, was man machen kann. Und also mir wurde gesagt, kippt alles rein, was ihr am liebsten mögt. Und vor allem... Hinter dir springt dauernd die Delfine. Ja, vor allem nicht nur Rasmus, sondern auch Neptun und Poseidon. So, und jetzt gibt es von mir Gin. Den letzten Schluck vom guten Schwarzwaldchen. Ich möchte nur nicht, dass der Delfin gerade runterschluckt. Das fände ich jetzt ein bisschen doof. Also, Rasmus, Poseidon und Neptun und ihr allen ganzen Meeresgötter, Windgötter und so weiter. Wir bitten darum, dass wir hier safe und sicher über die Biskaya kommen, dass wir einen schönen Segelwind haben und uns weiter nichts passiert. Dafür gibt es meinen besten Gin. Ich muss nur gucken, ob der Delfin da ist. Ich muss kurz warten, bis ich weg. Hast du ihm auf den Kopf geschüttet? Nein. Prost. Warm und pur. Ich trinke ja keinen Alkohol, aber jeder muss ja das über Bord tun, was er am liebsten mag. Ich habe jetzt hier nicht die Originale da, sondern die Kopie. Ich schmeiße einen Knochen über Bord. Rasmus, altes Warzenschwein, gib uns Wind und bleib dabei. Und was ist mit Neptun und Poseidon? Neptun und Poseidon. Einer geht noch. Und für dich auch. Und immer fair wins und dass nichts Schlimmes passiert. Gut. Olé. Das ist die leckere Schnecke. Olé. Das ist der Spruch gewesen. Olé war das. Das Zauberwort? Das Zauberwort war Olé. Du meinst, jetzt kommt Wind, ja? Ja, guck mal. 6 Knoten, ja, sie hat funktioniert. Wir haben jetzt 6 Knoten mit. Was hast du denn gerade über Bord geschmissen, Flo? Eine Rutella. Eine Lakritzschnecke. Schnecke. Ja, kannst mal sehen. Ja, ohne Mikro ist natürlich auch doof, ne? So, jetzt kommt der Wind. Wir haben jetzt 10 Knoten. Und er dreht. Kommt immer weiter und er dreht. So. Das ist ja. Siehst du? Guck's mal nach. Also, das ist ja braune Brunnen ja gar nicht. Oh. So. Wie ist? Super. Wir fahren jetzt in Sonnenuntergang, sind auf der Biskaya so 45 Meilen vor der Küste. Direkt auf dem Weg nach A Coruña. Und fahren jetzt so langsam in den ersten Abend rein. Wir fahren unter Windsteueranlage und das funktioniert echt ganz gut. Und das Boot läuft super schnell, super ruhig, wir haben kaum Welle, toller Wind. Wir hatten eigentlich mit sehr, sehr wenig Wind gerechnet. Aber im Moment haben wir so um die 14 Knoten und halben Wind und Traumkonditionen. Also
Hätte ich nicht gedacht. Wir haben extra noch zusätzlich Diesel gekauft, weil wir Sorge haben, dass ein Schwachwindfeld bzw. eine Flaute kommt. Es war nicht so ganz klar auf den Wetterberichten. Es kann gut sein, dass wir in den Flautenbereich kommen. Und ja, aber bisher läuft es super klasse. Ist ja auch Tag 1. Wir sind ja gerade erst losgefahren. Genau, wir sind gerade heute Mittag erst losgefahren. Also deswegen noch nicht so viel. Und, aber ein toller Auftakt. Und gerade gab es Kartoffelgratin. Also super. Also Tag 2, wir sind jetzt gleich genau 24 Stunden unterwegs und ja, läuft ganz gut. Wir haben achterlichen Wind, wir haben 2 Meter Dünung. Das ist alles im Prinzip wie vorgesagt, so zwischen 14 und 20 Knoten Wind. Und kommen eigentlich ganz gut voran. Wir haben gestern geschafft, die Windfahnensteuerung noch einzurichten. Da hatte ich ja immer so ein bisschen Schwierigkeiten damit. Und jetzt läuft sie sehr gut. Die läuft auch auf komplett achterlichen Kursen gut. Und bin damit echt sehr zufrieden, weil das halt viel Ruhe reinbringt. Und wir sind bei 100% Batteriekapazität gestartet. Wir sind jetzt fast 24 Stunden unterwegs, hatten mal 4 Stunden Motorfahrt und haben noch 86% Batterie und das finde ich super. Also ich hatte eigentlich befürchtet, dass wir am zweiten oder am dritten Tag mal nachladen müssen über den Generator, aber das funktioniert alles bisher. Wir haben gerade festgestellt, dass die obere Führung von dem Ruder, was durchs ganze Boot geht, dass das ganze Ding, diese Scheibe hier hin und her wandert, die auch mit 4 Bolzen durchs Deck befestigt ist. Und die ziehen wir jetzt mal provisorisch wieder fest und im nächsten Hafen nehmen wir die dann komplett raus. Können wir sie auch gleich eindichten und nochmal komplett kontern. Aber jetzt für die Tour wird es erstmal so reichen. Mittwochnachmittag noch. Das Wasser wird knapp. Genau, das Wasser wird knapp. Wir müssen rationieren. Es wird eng. Ja, wir haben jetzt 1,5 Tage hinter uns und läuft gut. Also es ist entspannt. Wir haben relativ wenig Welle. Wir haben eine angenehme lange Dünung und ja, der Wind ist recht gleichmäßig. Wir sind jetzt auf der Mitte von der Biskaya, wie Marion ja gerade sagte, halber Weg und das heißt 250 Kilometer von jeder Küste weg. Und auch nach unten bis zum nächsten Land sind es 4,5 Kilometer, also das ist schon spannend. Und ringsum ist graues Meer, wenn man nach unten guckt, ist tiefblaues Meer und ein grauer Himmel, ein wolkiger Himmel. Aber die Stimmung ist gut.
ganze Tag 2, Überquerung bis Kaya nachmittags um 3. Die Nacht ist gut gelaufen, wir hatten Wind bis um 3 Uhr und dann nicht mehr. Und Flo und ich haben uns abgewechselt. Die Solarpaneele liefern so viel Strom, wie wir brauchen. Also wir sind relativ sparsam, was Strom angeht. Wir haben zwar noch die Lichtmaschine, aber die ist im Moment abgeschaltet. Also das ist nur Batteriestrom und ein bisschen Solarnachladen im Moment. Und was ich echt beeindruckend finde, das Meer ist gerade so ein Jim-Knopf-Meer. So wie so eine Plastiktüte, die von unten so ein bisschen angepustet ist. So ein ganz freundliches Meer. Hin und wieder fährt mal ein Schiff vorbei. Also eine sehr entspannte Fahrt, abgesehen davon, dass wir keinen Wind haben, aber ansonsten alle 2-3 Stunden kommt mal ein Schiff vorbei, aber kein Stress, technisch funktioniert auch alles, Crew ist toll, also was will man mehr? Ich hole jetzt die französische Fahne ein und setze die spanische. Da hinten ist Land zu sehen. Land in Sicht. Land in Sicht, genau. Ich habe es erst nicht geglaubt, aber wir sind noch 65 Meilen weg. Aber das könnte Land sein. Und oder Flo, eine Dünung. Nee, diesmal nicht. Und Flo und ich, wir hatten beide den gleichen Gedanken. Irgendwie Bambusröckchen und tanzende dunkle Schönheiten. Aber ich glaube, da sind wir hier falsch. Glasperlen zum Tauschen. Ne? Ja, genau. Die rechte Wolke. Bisschen links davon. Und jetzt. Juhu, wir haben es geschafft. Wir sind über die Biskaya rüber und ich finde, das war auch ein schönes Wetterfenster, was wir uns da ausgesucht haben. Es war viel Segeln dabei, viel mehr als wir befürchtet haben. Deswegen hat man ja nochmal Diesel nachgekauft, aber es war echt toll. Und dann die Delfine im Sonnenuntergang? Aufgang? Untergang. Ja. Also es war toll. In A Coruña haben wir dann das gemacht, was Biskaya-Überquerer als erstes machen. Schlafen. Biskaya ist ein super Stichwort. Bei uns ist es ja ganz gut gelaufen. Wir sind jedenfalls ganz zufrieden damit. Uns würde aber interessieren, wie eure Erlebnisse waren. Also wenn du über die Biskaya gefahren bist, erzähl doch mal, wie ist es gelaufen? Was war Besonderes? Wie waren die Wetterbedingungen? Es wäre toll, wenn du das in die Kommentare schreibst. Das würde uns interessieren. Und Kommentare ist auch ein super Stichwort, weil ich hatte ja mit der Windsteueranlage vorher so ein bisschen Schwierigkeiten, gerade was achterlich angeht, also achterliche Winde angeht. Und ihr habt ja jetzt gerade gesehen, dass das super funktioniert hat, dank eurer
Hinweise, also eure Kommentare machen immer Sinn, werden immer gelesen und deswegen macht bitte weiter damit. Und auch über die Kommentare haben wir den Hinweis für die Wetter-App von Medio Consult Marin bekommen. Das ist vom französischen Wetterdienst. Die ist großartig und gerade für das Gebiet sehr zu empfehlen. Und die funktioniert auch hier in Spanien noch wunderbar. Und das in Kombination mit dem roten Windy und Predict Wind, das ist jetzt unser Setup. Und damit sind wir eigentlich ganz zufrieden. Wind können sie alle nicht machen, deswegen sitzen wir hier so entspannt, weil einfach wieder kein Wind ist. Und wenn du wissen willst, wo wir uns gerade aufhalten, wo das ist, was man hier so schön sieht, dann schau doch mal auf Instagram oder Facebook vorbei. Da bist du immer viel näher dran. Und ansonsten gilt, wie gehabt, Comment, Like, Share. Und wenn du es noch nicht getan hast, abonnier doch einfach den Kanal und schalte direkt die Glocke ein, weil dann wirst du auch informiert, wenn das neue Video kommt. Und ansonsten würde ich sagen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.